Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich zusammen mit euch das Samsung Galaxy A3 aus dem Modelljahr 2016 auspacken. Bereits das Galaxy A3 Baujahr 2015 als auch das Galaxy A5 hatte ich vor meiner Linse. Das waren sehr erfolgreiche Videos, unter anderem natürlich auch deswegen, weil die beiden Modelle in der Mittelklasse bzw. in der neuesten Generation eher in der oberen Mittelklasse angesiedelt sind. In diesem Video werde ich das Gerät zusammen mit euch auspacken. Ich werde es natürlich hochfahren, werde einen Blick auf den Lieferumfang werfen und werde euch natürlich auch ein paar Worte zu den technischen Daten sagen. Lasst uns mit diesem ganz klassischen Unboxing auf der Vorderseite der Verpackung anfangen und dort finden wir natürlich die Namensgebung, nämlich Samsung als Brand, als Hersteller und Galaxy A3 und dahinter eine kleine 6, wofür auch immer das stehen soll, vielleicht für Modelljahr 2016, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Lasst uns einen weiteren Rundgang um die Verpackung machen und dort finden wir erstmal nichts wirklich Interessantes. Auf der Rückseite der Verpackung haben wir dann auch erste Hinweise auf die verwendeten Komponenten, auf das Display, auf die Kamera und natürlich auch auf den Prozessor. Ihr könnt es sehen, wir haben ein Super AMOLED-Display an Bord, 13 Megapixel Hauptkamera, wir haben ein Quad-Core und dieses Modell hat 16 GB internen Speicher. Dementsprechend sind wir damit auch schon durch und ich öffne einfach mal die Siegel auf der Unterseite der Verpackung und auf der Ober- und auf der seitlichen Seite. Das heißt, dieses Siegel müsst ihr erst brechen, damit ihr natürlich diesen Deckel abnehmen könnt. Zum Vorschein, wie sollte es anders sein, kommt natürlich erstmal das Samsung Galaxy A3. Wie gesagt, Baujahr 2016, das gibt es in drei verschiedenen Farben. Zum einen in diesem Schwarz, dann noch in Weiß und letztendlich noch in Gold. Ich habe mich für die schwarze Variante entschieden und ihr könnt es aktuell schon sehen, das ist wirklich sehr kompakt. Wie kompakt? Darauf gehe ich natürlich in einigen Sekunden nochmal ein. Ich lege es mal ganz kurz zur Seite. Wir werfen einen schnellen Blick in die weitere Verpackung. Dort haben wir erstmal eingepackt in eine Kunststofffolie eine Kurzanleitung, einen Quick Start Guide, wichtige Hinweise zur Internetnutzung, dann haben wir nochmals wichtige Hinweise zur Internetnutzung, hier irgendwas anderes, keine Ahnung, und letztendlich natürlich noch die Garantiekarte. Falls mal etwas mit eurem Galaxy A3 sein sollte, dann könnt ihr es natürlich einschicken. Dann als erstes kommt das SIM Kartentool zum Vorschein. Ihr könnt es sehen, das ist dieser kleine Stecker, mit dem ich den Schlitten für die SIM-Karte als auch für die Micro-SD-Karte entnehmen kann. Kann ich natürlich zum späteren Zeitpunkt sehr gut gebrauchen. Und dann haben wir ein Netzteil von Samsung, ist natürlich modular aufgebaut. Das heißt, mit diesen zwei Komponenten habt ihr die Möglichkeit, zum einen natürlich das Gerät zu laden, auf der anderen Seite aber auch mit dem Datenkabel an sich Daten von A nach B, das heißt vom Galaxy A3, auf den Rechner oder in umgekehrter Reihenfolge zu transferieren. Und sehr schön finde ich auch die Beigabe oder auch Hinzugabe von ein paar Kopfhörern. Viele von euch haben natürlich Kopfhörer, aber im Mittelklassebereich findet man auch immer wieder Hersteller, die Kopfhörer nicht mitliefern. Ich gehe mal davon aus, dass diese Kopfhörer denen entsprechen, die wir schon seit einiger Zeit in den Samsung Smartphones vorfinden. Von daher gehe ich darauf erstmal nicht näher ein. Und das war es auch schon. Das heißt, etliches an Lesekram. Wir haben ein SIM- und Eject-Tool und wir haben natürlich das modulare Netzteil sowie die Kopfhörer zum natürlich Telefonieren, weil ein eingebautes Mikrofon vorhanden ist, natürlich auch zum Musik hören. Und jetzt kommt natürlich der große Augenblick, wo ich wieder die Folie entfernen kann. Wir haben sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite Folie, das hat einen ganz einfachen Grund, da sowohl Vorderseite als auch Rückseite aus Glas gefertigt sind bzw. aus Glas bestehen. Die hintere Seite haben wir ab und dann gehe ich nochmals auf die Vorderseite, versuche da eine Ecke zu finden. Und hier unten in der Nähe des Power-Buttons habe ich relativ einfach die Möglichkeit, die Folie abzunehmen. Das ist also das Samsung Galaxy A3 aus dem Jahre 2016. Und ihr könnt es sehen, vielleicht erahnt ihr es schon, vor allem wenn ich das Gerät auf die Rückseite drehe, es hat doch sehr, sehr viel Ähnlichkeit zu einem Samsung Galaxy S6. Das heißt, wir haben hier wirklich die Designlinie, die Designphilosophie des Samsung Galaxy S6, weil wir hier auf der Rückseite Glas verbaut haben und auch auf der Vorderseite. Dabei handelt es sich um Gorilla Glass 4, also das neueste bruchsichere Glas von Corning.
Die Ecken, die Kanten zum Gehäuserand sind etwas leicht abgerundet. Das heißt, wir haben hier ein sogenanntes 2,5D-Display. Das ist natürlich der Haptik oder kommt der Haptik entgegen. Das heißt, die Finger, die rutschen wirklich sehr gut zur Seite. Und der Aluminiumrahmen oder der Rahmen besteht aus Aluminium. Ihr könnt es sehen, leicht matt und leicht anthrazitfarben. Kein richtig dunkles Anthrazit, allerdings schon etwas anthrazitfarben. Und wir haben hier auch diese kleinen Ohren, die man schon beim Samsung Galaxy Alpha gefunden hat, im oberen und unteren Bereich. Das heißt, wir haben Designelemente zum einen vom Samsung Galaxy S6 als auch vom Samsung Galaxy Alpha. Machen wir zuerst einen ganz kurzen Rundgang um das Gerät. Auf der rechten Seite, ihr könnt es ganz gut sehen, haben wir den Ein- und Ausschalter, also den Power-Button. Dann haben wir den Slot für die SIM-Karte und auch Micro-SD-Karte. Als SIM-Karte kommt hier eine Nano-SIM rein. Da mache ich natürlich auch noch ein Video zu, damit ihr sehen könnt, wie man die korrekt einlegt. Im unteren Bereich, das heißt im Fuße des Gerätes, haben wir noch den USB-Anschluss. Handelt sich hierbei immer noch um USB 2.0. Anschluss für die Kopfhörer. Wir haben die Lautsprecher und das Primärmikrofon zum Telefonieren. Auf der linken Seite haben wir eine zweigeteilte Lautstärkewippe mit doch richtig guten Druckpunkten. Und im Kopf des Smartphones haben wir noch Unterbrechung für die Antennen. Das sind diese kleinen, etwas dunkelgrauen Streifen. Und natürlich noch ein zweites Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung. Auf der Rückseite dann die angesprochene 13-Megapixel-Kamera. Wir haben einen LED-Blitz, so wie das Ganze aussieht, einfarbig. Und wie gesagt, auch die Rückseite besteht aus Glas, in diesem Fall aus Corning Gorilla Glas 3. Das ganze Gerät ist nur 7,3 mm dick bzw. dünn, wiegt 132 Gramm und ist vom Formfaktor absolut ansprechend. 4,7 Zoll ist das ganze Gerät groß, beziehungsweise das Display natürlich, und löst in dem Fall mit High Definition auf, entspricht 1280 x 720 Pixel. Wir haben damit eine Pixeldichte, die etwas unterhalb des Apple iPhone 6 liegt, aber immer noch so, dass man sagen kann, okay, für ein Mittelklasse-Smartphone, und wir sprechen hier von einem Preis zu 329 Euro UVP, ist das absolut zufriedenstellend, und ihr könnt es sehen, das Gerät ist auch sehr, sehr schnell hochgefahren. Noch ganz kurz der Rundgang oben, 5 Megapixel Frontkamera, Hörmuschel. Ich gehe mal davon aus, wir haben auch hier eine Benachrichtigungs-LED, Samsung-Logo. Im unteren Bereich haben wir wieder touch-sensitive Tasten, das heißt einmal hier für Multitasking, den Zurück- und auch den Home-Button, wobei der Home-Button auch sehr gut gearbeitet ist, allerdings über keinen Fingerabdrucksensor verfügt. Das hat dann nur das etwas größere Modell, nämlich das Samsung Galaxy A5. Lasst uns mit dem Einrichtungsvorgang beginnen. Und so wähle ich erstmal natürlich die deutsche Sprache. Sage, okay, hier kann ich jetzt schon ein WLAN auswählen, um mich anschließend mit meinem Google-Konto zu verbinden. Das Ganze überspringe ich natürlich. Ich sage, okay, die Geschäftsbedingungen, denen stimme ich natürlich auch zu, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen Namen dem Telefon zuzuweisen. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel eingeben, Christian. Und dementsprechend wird das dann auch übernommen. Ich überspringe mal die meisten Einrichtungsvorgänge. Es sind viele Zustimmungs- oder Erklärungsvereinbarungen, dass ich eben bestimmte Dienste nutzen möchte und auch nutzen kann. Ich kann jetzt hier noch ein Samsung-Konto hinzufügen. Das überspringe ich aber auch mal, sodass wir jetzt relativ schnell auch schon wieder auf die Oberfläche kommen. Das Ganze läuft unter anderem oder wird angetrieben von einem Quad-Core in Form des Exynos 7578 heißt das Ganze. Ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz maximaler Taktung. Wir haben 1,5 GB Arbeitsspeicher und wir haben 16 GB internen Speicher, wovon um die 12 GB Speicher frei sind. Ihr könnt es auch hier gerade sehen. Wir haben ganz links natürlich das Briefing, eine Art Flipboard-Style, wo ich dann verschiedene Nachrichten drüber abrufen kann. Das Ganze kann ich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch deaktivieren. Das zeige ich euch dann in meinem Tipps und Tricks-Video. Alles aber überhaupt kein Problem. Und unter anderem läuft das Ganze hier noch unter Android 5.1 Lollipop, soweit ich weiß. Dazu gehe ich mal auf die Geräteinformation, sehe Software-Info. Und ihr seht es im oberen Bereich, ist immer noch Android 5.1.1 sogar Lollipop, also die letzte Lollipop-Iteration, die von Google und auch von Samsung ausgeliefert wurde. Das heißt, das nächste, was kommen kann, kann eigentlich nicht nur Android 6.0 Marshmallow sein. Auf den ersten Blick, was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Sehr gut ist natürlich die Haptik, die kompakten Abmessungen. Wir haben nur ein 7,3 mm dünnes oder dickes Gehäuse, 132 Gramm schwer. Das passt in jede Handtasche, das passt in jede Hosentasche.
selbst bei Frauen. Und wir haben wirklich sehr, sehr wertige Materialien. Das heißt, wir sprechen hier von Glas und Aluminium. Wirkt wirklich sehr gut. Wir haben eine 13-Megapixel-Kamera an Bord. Leider in diesem Fall ohne optische Bildstabilisierung. Wollen mal schauen, wie die 13-Megapixel-Kamera arbeitet. 2300 mAh starker Akku. Und wir haben noch, wie gesagt, rund um Gorilla Glass. Das Ganze läuft unter der letzten Android Lollipop-Iteration. Das war es dann auch mit meinem kurzen Unboxing und der Einrichtung zum Samsung Galaxy A3 aus dem Jahre 2016. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich natürlich über ein kurzes Feedback freuen. Und weitere Videos kommen natürlich, unter anderem ein Gaming-Test, unter anderem, wie ich die Micro-SIM und Micro- oder Nano-SIM-Karte einlege. Ich werde natürlich einen Langzeittest machen. Ich sage euch was über die Akkulaufzeit, über die Performance. Aber ihr könnt es auch schon sehen auf dem Video, die Blickwinkel. Das sieht schon alles richtig gut aus. Und ich denke, zu einem Preis von 329 Euro, wo das Galaxy A3 mitspielt, darf man das natürlich auch schon erwarten. Vielen Dank, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut und ciao. Thank you.